Okay. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, Dozierende, Freundinnen und Freunde der Osteuropa-Studien, ich freue mich, Sie hier zum zweiten Vortrag unserer diesjährigen Reihe begrüßen zu können. Vor zwei Wochen hat ja Heiko Herrmann hier unsere Reihe eröffnet mit seinem Vortrag über die Oktoberrevolution 1917. Er hat es Erfahrung und Erinnerung genannt und es war viel von Ambitionen, von Hoffnungen, Utopien und auch Aufbruchsgeist die Rede, den er uns nahegebracht hat, ebenso in der sozialen Ordnung oder aber auch im Bereich der Kultur. Und jetzt machen wir einen sehr großen Sprung, 20 Jahre ins Jahr 1937, also in ein Jahr, das für viele wohl das emblematischste Jahr der stalinistischen Epoche ist und damit auch eins der wichtigsten, vielleicht symbolträchtigsten der ganzen sowjetischen Geschichte. Wir haben dafür einen Referenten gewinnen, der diese Epoche, denke ich, wie kaum ein anderer kennt und ich freue mich, Ihnen Herrn Marc Junge kurz vorstellen zu können. Herr Junge kommt zu uns aus Bochum, wo er quasi seinen Mittelpunkt hat, forschenderweise und schon seit langer Zeit. Er hat dort promoviert, 1996 mit einer Arbeit, die ihn eigentlich schon so in das Feld der stalinistischen politischen Justiz geführt hat. Und eine Arbeit, die unter dem Titel Bucharins Rehabilitierung, historisches Gedächtnis in der Sowjetunion 1953 bis 1991 in Berlin 1999 erschienen ist, wie sich also eben damit befasst, was mit Bucharin, einem der prominentesten Opfer des stalinistischen Terrors und der Erinnerung an Bucharin hinterher geschah. Ja, zwischenzeitlich Marc Junge auch Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Moskau, mit dem er seit 2008 ungefähr sehr eng verbunden ist auch und hat zahlreiche Forschungsprojekte geleitet oder an ihnen mitgearbeitet. Seine Habilitation 2007 befasste sich ebenfalls mit einer Gesellschaft, die, denke ich, sehr gut den Übergang eben von der frühen Sowjetzeit in die stalinistische Epoche symbolisiert, mit der Gesellschaft ehemaliger politischer Zwangsarbeit und Verbannter in der Sowjetunion, über die er eine Monographie geschrieben hat, wie sie gegründet wurde, sich entwickelt hat und wie sie im 1935 auf der, quasi im Anlauf der großen politischen Prozesse liquidiert wurde. Ich habe Ihnen aus der sehr langen Publikationsliste von Marc Junge einfach drei Werke mitgebracht, die ich rumgebe, die, glaube ich, drei wichtige Forschungsschwerpunkte besser vorstellen können, als ich das jetzt hier wortreich nicht tun möchte. Das eine ist ein ganz wichtiges Buch, Stalinismus in der sowjetischen Provinz, 1937 bis 1938, das einen ganz wichtigen Forschungsschwerpunkt bündelt, nämlich eigentlich die Geschichte der Massenrepression und ihrer Umsetzung, ihrer operativen Umsetzung auf der regionalen und lokalen Ebene, zusammen mit Rolf Binner und Bernd Bonwetsch. Ich gebe das mal hier rum. Und das zweite ist die bolschewistische Ordnung in Georgien, ebenfalls zusammen mit Bernd Bonwetsch herausgegeben, indem es um den Terror in einer eben peripheren, nicht russischen Gegend geht, in der Sowjetrepublik, die natürlich gleichzeitig die Heimat Stalins war, was dem Ganzen noch eine besondere Note gibt. Und das dritte, frisch erschienene, also frisch bei uns eingetroffen, muss ich sagen, ja, vielleicht vor ein paar Monaten, die Tschechisti na Skamie Podsudimich, also die Tschechisten auf der Anklagebank, da geht's dann in den Bereich Täterforschung, wie die Täter der frühen Revolutionsjahre selber zu Opfern wurden, ein Sammelband herausgegeben mit Lynn Viola und Jeffrey Rossum. Ist das? Okay. Ja, aktuell soll erscheinen in den nächsten Monaten noch, bis zum Ende des Jahres, ein weiterer Band zu diesem Thema, Stalins Täter, Allmacht und Ohnmacht, zuerst auf Russisch in Moskau und dann auch auf Deutsch. Und Marc Junges neues Projekt befasst sich mit einer etwas anderen Richtung, nämlich mit der sozialen Devianz im Stalinismus, kann man so sagen, mit sozial abweichendem Verhalten und dem Umgang des Staates damit, nehme ich an. Aber das, dazu kannst du sicher besser sprechen und damit ist mein Teil dieses Abends vorläufig beendet. Ich übergebe dir gerne das Wort. Einmal drin. So. Geht das? Höre ich mich oder? Ja. Dann ist gut. Ja, erstmal guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
war vor 30 Jahren das letzte Mal hier während der Studentenunruhen, habe kräftig mitgeunruht und freue mich, dass es natürlich jetzt wieder ruhiger geworden ist hier, aber hat Spaß gemacht, einfach wieder zurückzukommen jetzt. Ich habe Ihnen einen kleinen Zettel verteilt, da geht es um, wir haben ja das Thema Revolution hier. Und meiner Ansicht nach hat es tatsächlich 1917 revolutionäre Ideen gegeben. Und zwar eine, die insbesondere Lenin formuliert hat. Da ging es Lenin um den Staat. Was ist mit dem Staat? Was soll damit passieren? Und er hat gesagt, dass der Staat absterben wird. Das kennen wir, das haben wir schon mal gehört von Lenin. Wenn Sie dieses Buch, was er geschrieben hat, oder Broschüre, muss man sagen, Staat und Revolution in die Hand nehmen, Sie werden sich wundern. Der Stil ist weniger dogmatisch als vieles, was er geschrieben hat. Eine echte Auseinandersetzung theoretisch findet statt. Es sind noch kaum Ansätze einer diktatorischen Rhetorik dort zu finden. Also das höchste der Gefühle ist Diktatur des Proletariats, das erscheint der Ausdruck, aber nichts Avantgarde der Arbeiterklasse oder also diese Hierarchien, die dann allmählich in den 20er Jahren aufgebaut werden, die fallen weg. Also die sind noch gar nicht da. Warum wendet sich Lenin gegen den Staat? Ich lese jetzt mal so ein paar Zitate aus dem Buch vor, damit Sie eine Vorstellung haben, warum ich denke, das ist revolutionär. Also Lenin jetzt, das ist so, das muss ich noch kurz sagen, das ist so zwischen Juni, September 1917 geschrieben. Und dann aber veröffentlicht erst 1918. Aber auf jeden Fall die revolutionäre Zeit. In der Zeit, als es wirklich noch keine Stabilisierung gegeben hat. Und ich lese da jetzt mal einfach ein bisschen was draus vor. Jetzt Lenin, die ungeheuerliche Knechtung der werktätigen Massen durch den Staat, der immer inniger mit den Kapitalistenverbänden verschmilzt, wird immer ungeheuerlicher. Er sieht den Staat als Konfliktdämpfer zwischen den Klassen. Das heißt, durch den Staat wird es unmöglich für die Arbeiterklasse, sich zu befreien. Dann, er zitiert sehr viel und sehr ausführlich Engels. Da nehme ich jetzt auch ein paar Zitate raus, die sucht er sich da zum Staat raus. Staat ist Ausdruck der Spaltung in Klassen. Und dann geht es weiter. Die Gesellschaft, die die Produktion auf der Grundlage freier und gleicher Assoziationen der Produzenten neu organisiert, versetzt die ganze Staatsmaschine dahin, wohin sie gehören wird, ins Museum der Altertümer, neben das Spinnrad und die bronzene Axt. Dann geht es weiter. Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat. Damit hebt es alle Klassenunterschiede und Klassengegensätze auf und damit auch den Staat als Staat. Ich zitiere einfach mal wild weiter. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt, die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft, ist zugleich sein letzter selbstständiger Akt als Staat. Dann Lenin wieder. Jedweder Staat ist eine Repressionsgewalt gegen die unterdrückte Klasse. Ich lasse das einfach stehen und jetzt hole ich meinen Liebling Stalin hervor. Und was sagt der 1930? Ja, der hatte natürlich ein Problem. Lenin hatte den Staat ja in Grund und Boden geschrieben.
Der wird verschwinden. Und der verschwand aber nicht, der Staat. Der blieb ja da. Und Stalin fand den Staat auch nicht so schlecht. Und er macht das, Stalin ist ja auch nicht dumm. Er bringt das geniale Zitat 1930, ich lese vor, die haben das auch als Zettel, höchste Entwicklung der Staatsmacht zur Vorbereitung der Bedingungen für das Absterben der Staatsmacht. Ich lese nochmal vor, das ist einfach schön, ich finde das ganz klasse. Höchste Entwicklung der Staatsmacht zur Vorbereitung der Bedingungen für das Absterben der Staatsmacht in der künftigen kommunistischen Gesellschaft. Dieses Credo Stalins stellt, so meine zentrale These dieses Abends, einen fundamentalen Verrat einer der wichtigsten revolutionären Ideen der Oktoberrevolution, der vom Absterben des Staates, dar. Diesen Verrat und seine Folgen, seine Auswirkungen möchte ich an der Verfolgung der Verfolger zeigen. Also ich springe jetzt in das Jahr 1937, 1938, 1939. Höhepunkt des Stalinismus. Das heißt, anhand der Verfolgung derjenigen, die für Stalin im großen Terror 1937-38 gefoltert und gemordet haben. Und da beginne ich mit einer kleinen Geschichte, damit Sie sehen, was passiert da 1939, kurz nach diesem Hoch. 37, also nachdem 37, 38 der große Terror über das Land gefegt ist. Die Geheimdienstagenten mit dem Codenamen Gerd, Drabawolski und Iwanow berichteten im April und Mai 1939 einhellig über eine gefährliche Verschwörung unter gerade erst aus der Untersuchungshaft freigelassenen Häftlingen. Eingetroffen war diese Information in der geheimen politischen Abteilung des Volkskommissariats des Inneren des Gebiets Nikolajew der Ukraine. Die Hauptaufgabe dieser Abteilung bestand im Kampf gegen politische Gegner, also Trotzkisten, rechte Abweichler, Anhänger von Kirchen und gegen Nationalisten. Die von den Agenten geschilderten Angelegenheit war so brisant, dass der Chef des Geheimdienstes von Nikolajew, Jurtschenko, höchstpersönlich die ukrainische Republikstruktur seiner Behörde in Kenntnis setzte. An der Verschwörung nahm außerdem nicht irgendwer teil, sondern Personen, die hohe Posten in dem für die Landesverteidigung wichtigen Schiffsbaugiganten Nummer 200 von Nikolajew mit 9000 Beschäftigten bekleidet hatten. Also Nikolajew liegt am Schwarzen Meer, große Schiffsbaubetriebe, und da hat der NKWD ordentlich aufgeräumt. Sie waren vom Geheimdienst vor mehr als einem halben Jahr unter dem Vorwurf verhaftet worden, in der Werft als trotzkistische Gruppe durch Sabotage einen Großbrand verursacht zu haben, der fast zur Vernichtung der ganzen Fabrik geführt hatte. Ausgehoben wurde im Sommer 1939 erstaunlicherweise dann aber nicht die hochgefährliche trotzkistische Verschwörergruppe, sondern drei leitende Mitarbeiter der geheimen politischen Abteilung des Geheimdienstes, in deren Auftrag die Agenten Gerd, Drabawolski und Iwanow ihre Berichte verfasst hatten. Sie wurden verhaftet und am 23. März 1941 vom Tribunal der Truppen des NKWD, also des Geheimdienstes des Kiewer Militärbezirks, wegen Amtsmissbrauch, konkret wegen Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, zum Tode bzw. zu 10 und 8 Jahren Haft verurteilt. Ihre Verurteilung erfolgte zusammen mit dem damaligen Geheimdienstchef des Gebiets Nikolajew, Karamyschew, der ebenfalls in den Tod geschickt wurde. Ein zentraler Vorwurf der Anklageschrift gegen die Mitarbeiter der geheimen politischen Abteilung war, dass sie die Agenten gezwungen hätten, falsche Informationen über eine vermeintliche Gruppe von trotzkistischen Verschwörern zu liefern, um ihre eigene Haut zu retten, und zwar vor einer Anklage, ungesetzliche Maßnahmen der Einwirkung, sprich Folter beim Verhör von Untersuchungshäftlingen angewandt zu haben und Akten, Beweise und Verhörprotokolle gefälscht zu haben. Wie aber ist dieser krasse Widerspruch aufzulösen,
dass es nun 1939 bis 1941 die vor wenigen Monaten im großen Terror noch allmächtigen Geheimdienstmitarbeiter traf und nicht die konterrevolutionäre trotzkistische Sabotageorganisation, die unter dringendem Tatverdacht gestanden hatte, ein Großfeuer in einem kriegswichtigen Schiffsbaubetrieb verursacht zu haben. Die Verurteilung, also Sie müssen sich das vorstellen, also plötzlich werden da lauter Tschechisten verhaftet, das waren nicht die einzigen. Vorher allmächtig, nun werden sie erschossen oder zu hoher Lagerhaft verurteilt. Die Verurteilung dieser Tschechisten, das habe ich gerade jetzt schon gesagt, war außerdem kein Einzelfall. Es wurden ca. 2000 Mitarbeiter von Geheimdienst und Miliz verurteilt. 1939 bis 1941, wie gesagt. Wie fallen die Antworten in der Forschung dazu aus? Was sagt die Forschung? Also, ich muss das ja irgendwie erklären. Die Motivation, direkt nach dem Ende des großen Terrors so viele Geheimdienstmitarbeiter und Milizangehörige zu verurteilen, wird unterschiedlich eingeschätzt. Der russische Historiker Leonid Naumov ist der Ansicht, dass die erste Welle der Täterprozesse dazu diente, das Clanwesen des Geheimdienstes zu schwächen und die Kader für die neue Konjunktur der nun nur noch partiellen Repressionen umzugruppieren. Also Sie wissen, der große Terror, der ging über das ganze Land. Überall war das so systematisch, Troikas, Massenrepression. Also das ganze Land war völlig damit beschäftigt, da seine Feinde zu suchen. Nun sollte, so Naumov, es nur noch partielle Repressionen geben. Also, dass man mal so da hinschlägt, also da nicht so, also einfach nicht landesweit. Dem amerikanischen, in Georgien lehrenden Sowjetologen Timothy Blauwelt und dem Moskauer Memorialhistoriker Nikita Petrov erscheinen sie als Mittel, die Netzwerke der eisernen Faust Stalins, das heißt des verhafteten Volkskommissars des Inneren Nikolai Jezow, zu neutralisieren und die Anhänger des neuen Volkskommissariats Lavrenti Beria in den Geheimdienst einzuschleusen. Explizit antisemitisch orientierte Wissenschaftler unterstellen Stalin die Absicht, er habe den Geheimdienst von jüdischen Elementen, die allzu selbstständig gehandelt hätten, säubern wollen. Der Autor dieses Vortrags, also ich, hat mit seinen Kollegen die Ansicht vertreten, dass die Verfolgung auf eine Disziplinierung des Geheimdienstes insgesamt hinausliefen. Das heißt, den Geheimdienst wieder in seinen alten Rahmen vor dem großen Terror hineinzupressen. Außerdem sei es darum gegangen, so ich, Partei und Regierung durch die interne Präsentation von Sündenböcken von jeglicher Verantwortung für den vergangenen Terror freizusprechen. Also es war, als ich, da habe ich schon ein dickes Buch geschrieben und das war ist jetzt 5 Jahre her, dann habe ich aber die Dokumente gesehen. Das werde ich Ihnen gleich berichten. Also ich bin nicht mehr ganz meiner Meinung dadurch, wegen der Dokumente. Alek Levniuk, der bekannte russische Historiker, konzentriert sich auf eine andere Erklärung der Motive der Kampagne. Zum einen stuft er das Vorgehen gegen Geheimdienst und Miliz als eine von Stalin gewährte Revanche der Partei gegen den NKWD, also den Geheimdienst, ein. Ich zitiere, viele Mitglieder der WKPB wurden, also der Kommunistischen Partei, wurden selbst Opfer des Terrors, der nicht nur die alten Kader beschmutzte, sondern auch die Aufsteiger. Sogar jene jungen Kader, die das Glück gehabt hatten, verschont geblieben zu sein, verstanden, dass ihr Schicksal im Fall der Weiterverfolgung des bisherigen Kurses am seidenen Faden hängt. Stalin nutzte dieses Potenzial einer Revanche des Parteiapparats gegenüber den Organen des Geheimdienstes vollständig aus. Zitat Ende. Zum anderen sollte, so Chlewniuk, der NKWD wieder aus leitenden Parteipositionen verdrängt werden und der Geheimdienst seines Einflusses auf die Partei auf anderen Wegen wie der Agenturanwerbung unter Funktionsträgern enthoben werden. Also der Geheimdienst hat, das wissen Sie selbstverständlich, hohe Parteiposten eingenommen im großen Terror und hat da wirklich, also die wurden immer relativ nah hinter dem ersten Sekretär genannt in den Zeitungen. Das Foto war immer direkt danach. Also es war auch symbolisch stark herausgehoben.
So, was ist aber unsere neue Quellenbasis, mit der wir versuchen, diese Thesen jetzt, die in der Forschung herrschen, zu hinterfragen? Wir, das ist eine Forschungsgruppe aus Kanada, den USA, Russland, der Ukraine, Moldawien und Georgien, dürfen das erste Mal systematisch alle in der Ukraine durchgeführten Prozesse, nicht in Russland, das ist ganz verboten und da ist alles dicht, wegen, und die Ukrainer, muss man auch mit einem Auge sagen, wollen den Russen, ich drücke das jetzt etwas populär aus, das wird aber auch so gesagt, auch damit einen auswischen, dass sie die Dokumente freigeben. Das ist jetzt ein bisschen gemein von mir gesagt, sie wollen natürlich auch demokratische Verhältnisse und auch eine offene Gesellschaft bilden und das ist auch ein Teil. Dazu muss man natürlich auch die Archive freigeben, ist klar. Aber ich habe manchmal doch die Vermutung, dass da auch das Motiv nicht unwesentlich ist. Nicht eingesehen haben wir die Prozessakten, also wir haben alle eingesehen, die wegen Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit in der Ukraine verurteilt wurden. Nicht eingesehen haben wir die Prozessakten derjenigen ukrainischen Tschechisten, die in Moskau verurteilt wurden. Also der gesamte Führungsstab, also fast der gesamte Führungsstab, ist in Moskau verurteilt worden. Die Prozessakten derjenigen, und kennen auch nicht die Prozessakten gegen die Geheimdienstkader in Moskau, zum Beispiel gegen Frinowski und Jezhov, gibt es ja auch. Die wurden ja in der Zeit auch verurteilt. So, was haben wir rausgefunden? Was sind unsere Ergebnisse? Wir haben uns ja diese Akten angeguckt, es sind sehr, sehr viele gewesen. Es war, hier, das ist ja dieses Buch, das ist das Ergebnis. Unsere ganzen Kollegen haben da gearbeitet, jeder in seiner Region in der Ukraine. Und also ich fand es zwar recht harte Arbeit. Und was sind die Ergebnisse? Den ersten Block möchte ich unter der Überschrift Erziehungsdiktatur zusammenfassen. Nahziel der Kampagne zur Ahndung der Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit war die also 1939 bis 1941, wie gesagt, war die gesamten Kader von Geheimdienst und Miliz zu erziehen, zu disziplinieren und zu professionalisieren und daneben die Gesellschaft zu beruhigen oder wie es Alek Levniuk in Bezug auf die Gesellschaft ausdrückt, die soziale Unzufriedenheit zu neutralisieren und von den wirklich Schuldigen für die Tragödie des großen Terrors fernzuhalten. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, das gebe ich zu. Also merken sollte man sich diese Disziplinierung, Professionalisierung und dass man das im Kopf behält. Das Moskauer Zentrum führte die Kampagne und die damit verbundene Wende aus der Position der Stärke zur Konsolidierung und Straffung des Systems durch, ohne innere Konkurrenten zu befürchten oder zu fürchten, besser gesagt. Dafür spricht die relativ breite Freilassung, das haben wir ja gerade gesehen, diese ganzen Leute, die da eine trotzkistische Gruppe in der Fabrik gebildet hatten und auch das wahrscheinlich angesteckt haben, die sind einfach freigelassen worden. Im Gebiet Nikolaev halt die Ingenieure und Techniker des Schiffsbauwerks Nummer 200. Die Realisierung der didaktischen Funktion geschah mit Hilfe von mehreren halböffentlichen, auf das Gebiet verteilte Prozessen gegen besonders aufgefallene Mitarbeiter des Geheimdienstes und der Miliz und durch die begleitende systematische Nachverfolgung jeglicher zusätzlicher Informationen über Folterungen und Fälschungen durch den Apparat. Garantiert wurde auf diesem Weg auch die Breiten und Tiefen und Langzeitwirkung der Aktion. Also mein Job war es, in Nikolaev zu arbeiten, das haben Sie schon gemerkt. Also ich habe das systematisch untersucht, wie viele Prozesse haben stattgefunden, wer ist verhaftet worden, mit dem Verdacht, die sozialistische Gesetzlichkeit verletzt zu haben. Also um einfach mal so ein Bild zu bekommen. Und ich war erstaunt, das wurde relativ systematisch gemacht. Jeder, der aufgefallen war, wegen Schlagen, Foltern oder anderer Sachen, Fälschung der Untersuchungsakten, ist da verhört worden. Und sie konnten froh sein, dass ihnen nicht selbst der Prozess gemacht worden. Weil es war ja auch
Das hatte sich schon rumgesprochen. In Moldawien war schon 1939 jemand, es wurde in der Zeitung veröffentlicht, deswegen zum Tode verurteilt. Und das hat den Tschechisten, naja, hat die doch in Angst und Schrecken versetzt. Entgegen der Erklärung Chlewniuks, das Vorgehen gegen Geheimdienst und Miliz als eine von Stalin gewährte Revanche der Partei gegen den Geheimdienst zu erklären, kann gesagt werden, dass im Gebiet Nikolajew die Revanche der Partei gegen den Geheimdienst allerdings sehr milde ausfiel. Auf Gebiets- und sogar Republiksebene war der Partei nicht aufgefallen, dass die Führungskräfte des Gebietsgeheimdienstes von Nikolajew schwere Dienstvergehen begangen hatten. Nur auf niedriger Ebene des NKWD beteiligte sie sich nachweislich an den Nachforschungen und den Disziplinierungen. Also da wurden dann irgendwie so kleinere NKWD-Leute, wurden dann entlassen und einfach in die Wüste geschickt. Aber an die Großen ist man nicht rangegangen. Die zweite These Chlewniuks, dass der NKWD aus hohen Parteiposten verdrängt werden sollte, trifft für das Gebiet Nikolajew dagegen zu. Karamyschew, also der Chef der ehemaligen der Republik, also der Geheimdienstchef der Republik, war 1938 Mitglied im Gebietskomitee der KPBU der Ukraine des Gebiets Nikolajew gewesen und hatte kräftig auf den Parteitagen mitgemischt, bis zur Kommentierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dies wurde nun konsequent abgestellt. Der Geheimdienst hatte sich auf seine Bereiche zu beschränken und agierte von nun an vornehmlich im Hintergrund. Also ich will natürlich jetzt ein bisschen beweisen, diese didaktische Funktion, man versucht da jetzt eine andere Linie aufzuzeigen. In der Forschung dominiert zur Erklärung der Motive der sowjetunionweiten Kampagne die Clan-These. Ich hatte das ja gerade angedeutet. Ihr Kern ist, dass das Hauptziel der Kampagne zur Ahndung der Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit gegen Geheimdienst und Miliz gewesen sei, ich wiederhole mich jetzt, dominante oder mächtige Clans in diesen Apparaten zu entmachten und durch andere oder neue Gruppen zu ersetzen. Ich habe das jetzt, weil es ein bisschen länger her ist, nochmal wiederholt. Für das Gebiet Nikolajew trifft dies aber nicht zu. Hier war von einer gezielten Ausschaltung irgendwelcher Jezhov- oder Uspensky-Clans, also des ehemaligen Volkskommissars des Inneren, der abgehauen ist und dann einen Brief hinterlassen, findet meinen Leichnam im Dnieper, also in dem Fluss Dnieper. Den hat man dann erst nach mehreren Monaten wieder aufgetan und verurteilt und erschossen. Aber der hat da in der Zeit... Und man vermutete lange, dass man auch seine Leute, die er in den Geheimdienstapparat eingeschleust hat, damit mit dieser Aktion raussäubern wollte. Als eine Alternative zur Clan-Bekämpfungsstrategie bietet sich vor dem Hintergrund der neuen und ab Sommer 1938 forcierten stalinistischen Staatsbildung, jetzt komme ich wieder, Sie merken, ganz vorsichtig wieder zum Thema Staat zurück. Lenin, Stalin. In der vorliegenden Veröffentlichung an der ich lese noch mal kurz vor. Als Alternative zur Clan-Bekämpfungsstrategie bietet sich vor dem Hintergrund der neuen und ab Sommer 1938 forcierten stalinistischen Staatsbildung, die in der vorliegenden Veröffentlichung, an der sowjetunionweiten Kampagne zur Ahndung der Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, festgemacht wurde, ein alternatives Erklärungsmodell an. Also wir haben immer diesen Staat im Hintergrund. Was passiert da? Mit der Kampagne sollte, so die These aufgrund der Forschung, das Clan-System beziehungsweise Patron-Klientelsystem als Ganzes torpediert werden. Es sollte mit Hilfe einer Einschwörung unterschiedslos aller Mitglieder des Geheimdienstes und der Miliz auf den Staat geschwächt werden und domestiziert und auf lange Sicht beseitigt werden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das gebe ich zu. Also man versucht mit diesem Mittel, also Sie wissen ja, dass das Sowjetsystem als
Clan- und Patronatssystem sehr häufig definiert wird. Also dass man praktisch, wenn man jemanden einen höheren kannte, der hatte seine bestimmte Gruppe um sich und dadurch hat er Macht akkumuliert. Das System, so die These, soll jetzt mit dieser Aktion geschwächt und domestiziert werden. Das verschwindet nicht ganz, aber es wird unterjocht und dem Staat untergeordnet. Auch Verselbstständigungstendenzen und Eigendynamik dieser Behörde galt es mit der Kampagne zu unterbinden. Die demonstrative Anbindung des Geheimdienstes und der Miliz an den stalinistischen Staat und durch die Kampagne war auf den zweiten Blick also mehr als eine reine Disziplinierung und Erziehung der Kader oder die Rückführung in den vor 1937 für Geheimdienst und Miliz geltenden Rahmen. Also Sie merken, ich schreibe jetzt gegen mich. Nicht weit genug geht dementsprechend auch die durch Chlewniuk vorgenommene Einstufung des Vorgehens des Geheimdienstes und Miliz als eine von Stalin gewährte Revanche der Partei gegen den Geheimdienst. Dasselbe trifft auf seine These zu, dass der NKWD wieder aus hohen Parteipositionen verdrängt werden sollte. Es erscheint nicht zuletzt auf der Grundlage der Überlegungen zur stalinistischen Staatsbildung als zu einfach, den festgestellten Wechsel der Verfolgungsmotive weg vom Trotzkismus hin zur Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit lediglich darauf zurückzuführen, dass Stalin sowohl im kurzen Lehrgang als auch auf dem 18. Parteikongress vom März 1939 die trotzkistisch-bucharinistische Opposition für besiegt erklärt hatte. Das muss ich ein bisschen ausführen. Eine sensationelle Entdeckung, finde ich, muss mich auch selber loben, war, dass wir gesehen haben, Ende 1938 werden die Tschechisten nicht mehr verurteilt, weil sie in einer rechtstrotzkistischen Gruppe mitgewirkt haben. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Mühen, die die Staatsanwaltschaft gehabt hat. Also sie musste diese armen Tschechisten oder die arme Staatsanwaltschaft, das kann man sehen, wie man will, immer in irgendeine trotzkistisch-bucharinistische oder irgendwas Gruppe einbinden und sie dann verurteilen, zum Tode oder 10 Jahren oder was weiß ich. Jetzt plötzlich bricht das ab. Keiner wird mehr wegen rechtstrotzkistischer Verschwörung verurteilt, sondern wegen Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit. Das ist eine, so fiel uns plötzlich auf, eine Entpolitisierung der Verurteilung. Also Trotzkismus fällt weg, Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, das ist eine auf den Staat fixierte Formulierung. Das war so sozusagen, wo einem plötzlich, wenn man forscht, dann also ein Schauer über die Haut läuft oder wie man das ausdrücken soll. Also wo man so denkt, Mensch, da passiert irgendwas, was wir vorher nicht gesehen haben. Also weil wir politisch auf dieses Regime geguckt haben. Bis dahin. Also, es erscheint nicht zuletzt auf der Grundlage der Überlegungen zur stalinistischen Staatsbildung als zu einfach, den festgestellten Wechsel der Verfolgungsmotive weg vom Trotzkismus hin zur Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit lediglich darauf zurückzuführen. Die Betrachtung der inhaltlichen Füllung der Kampagne hat einen Paradigmenwechsel bei den Verfolgungsmotiven offenbart. Ich wiederhole mich jetzt wieder ein wenig, was ich gerade populär ausgedrückt habe. Weg von der Ahndung politischer Abweichungen hin zur Verurteilung explizit unpolitischer Vergehen. Das inzwischen stark angerostete Damoklesschwert des Verdachts auf konterrevolutionäre trotzkistische Tätigkeit wurde in Fakten von Amtsmissbrauch umgeschmiedet und damit auch noch frisch geschärft. Denn mit der Bestrafung von Dienstvergehen hatte Partei und Staat ein neues, profundes Mittel entdeckt, Loyalität zu erzeugen und zu erhalten.
Jetzt möchte ich einen zweiten Block beginnen, was wir als Ergebnisse herausgefunden haben und die unter die Überschrift stellen, dass die loyalen Stalinisten, warum werden die verurteilt? Dass wir dafür eine Erklärung gefunden haben. Für alle verurteilten Tschekisten war die Überprüfung, Voruntersuchung, die Verurteilung ein tiefer Fall und vor allen Dingen psychologisch völlig unerträglich. Sie waren ohne Ausnahme regimetreue Stalinisten, die sich in ihren Augen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften für die Ziele von Staat und Partei eingesetzt hatten. In den Überprüfungsverfahren und den Prozessen war es ihre Absicht, politische und, also sie sind, wurden ja große Prozesse, 6 Bände, zum Teil 6.000 Seiten bei der Verurteilung des Leiters des Geheimdienstes der Miliz, des Geheimdienstes Karamyschew. Also die haben da richtig gearbeitet mit denen. Die Geheimdienst- und Milizarbeiter hatten in ihrer Wahrnehmung und auch tatsächlich immer das gemacht, was man von ihnen verlangt hatte, auch wenn ihnen dabei, wie sie es bezeichneten, ein paar kleine Fehler unterlaufen waren, die sie jedoch als nicht strafrelevant und korrigierbar empfanden. Unter diesen Bedingungen Reue über die begangenen Taten zu zeigen, fiel aus. Also ich bin jetzt bei den Prozessen, die untersuche ich jetzt, also die Ergebnisse, was wir daran festgestellt haben. Spezifisch für die Sowjetunion ist, dass ihre Täter unter Regimekontinuität verurteilt wurden. Die Täter waren damit gezwungen zu realisieren, also im Gegensatz zum Nationalsozialismus, da sind ja dann die Amerikaner, Russen und die anderen Alliierten gekommen und haben das diktiert, wie man die zu verurteilen hat. Die Täter waren damit gezwungen zu realisieren, dass sie nun von einem Staat überprüft und sogar angeklagt wurden, der das, was sie getan hatten, zuvor befohlen hatte, nahegelegt oder zumindest geduldet hatte. Was ein erheblicher Unterschied zum Nürnberger Komplex ist. Das Gefühl der Ohnmacht wurde noch dadurch verstärkt, weil sie sich als Täterindividuen aller Ebenen, jeder auf seine Weise, an einem Projekt beteiligt hatten, das sie akzeptierten und unterstützten und, wie an Karamyschew gezeigt werden konnte, faszinierte. Also wir haben dann gezeigt, wie der da mitgewirkt hat. Der ist in den Zeitungen aufgetreten, der war ehemals Journalist gewesen. Auf halben Seiten hatte er da die Politik unterstützt und sein Bestes getan, das auch zu begründen, warum da so viele jetzt repressiert werden mussten. Nachahmung und Gruppendruck haben ihr Übriges getan. Erst so war die mörderische Effizienz des großen Terrors auch im Gebiet Nikolajew zustande gekommen. Also dieses Gesamte, die hatten da ganz schön mitgewirkt, die Tschechisten, auf der unteren Ebene, dass das auch gut funktioniert und die Maschine auch schön lief. Also die haben das nicht, so unsere These, getan, weil sie es mussten oder dazu gezwungen wurden, sondern sie haben sich, das konnten wir sehr gut zeigen, mit Enthusiasmus daran beteiligt. Das ist auch schön, wenn man so auf der unteren Ebene forscht und da mal bestimmte Blickrichtungen dann sich ändern können. Jetzt komme ich zur stalinistischen Staatsbildung. Also jetzt gehe ich darauf ein, hier Stalin und der Staat. Lenin, der Staat, dass Sie sich da nochmal vergegenwärtigen, was ich da am Anfang gesagt habe. Die Kampagne zur Ahndung der Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit wird in den Kontext des stalinistischen Staatsbildungsprozesses der 30er Jahre gestellt. Tschekisten und Milizarbeiter nun nicht mehr als Trotzkisten mit Hilfe von politischen Paragraphen verurteilen zu lassen, sondern sie systematisch wegen schwerer Dienstvergehen zu belangen und daneben zahlreich weitere Mitarbeiter ebenfalls systematisch wegen Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit mit Disziplinarstrafen zu belegen oder zu versetzen oder zu entlassen, war Ausdruck, so die These, eines Paradigmenwechsels. Nach der allgemeinen, erfolgreichen politischen, auch physischen Vernichtung jeglicher Opposition und kritischen Geistes in der Sowjetunion wandelte sich der Daseinszweck von Geheimdienst und Miliz
von einem Instrument des innenpolitischen Kampfes der stärksten Fraktion in der Partei, der Stalinisten, gegen Trotzkisten, Bucharinisten und andere vermeintlich politisch Illoyale zum Staatsschutz. So die These. Erst sehr spät schlug sich das auch in der Bezeichnung des Dienstes wider. Er wurde 1954 von Volkskommissariat des Inneren, also NKWD, in Komitee für Staatssicherheit, KGB, das Wort kennen Sie, aber es heißt Komitee für Staatssicherheit, das muss man sich nochmal durch den Kopf gehen lassen, umbenannt. Der übergreifende Kontext für den beschriebenen Wandel ist, dass sich die Sowjetunion bereits seit Anfang der 30er Jahre, also das Zitat Stalins ist ja von 1930, in einer Phase der konsequenten Verstaatlichung Agasudas Lenin befand. Das Dogma Lenins vom balden Absterben des Staates, wenn er nicht mehr Ausbeutungsinstrument ist, zugunsten einer Assoziation freier Produzenten, also Kommunismus, war kein Thema mehr. Das Politmonopol wurde auf dem Weg der immer stärkeren Verschränkung von Staat und Partei im Staat fest verankert. Der von der Partei der Bolschewiki durchdrungene Staat ging dazu über, Gesellschaft und Verteidigung nur noch von staatlichen Institutionen regeln zu lassen. Wissen Sie, meine Kollegen sind immer ein bisschen sauer. Sie sagen, wir haben uns doch so lange jetzt mit der Partei beschäftigt. Und das war doch das Machtzentrum. Das ist doch wichtig, dieses Politische, die Partei. Wir sagen jetzt, ja, das ist wahr, aber bei einem Einparteiensystem, so die These, ist Partei und Staat fällt in eins. Also das ist praktisch Staat. Also dass wir wegkommen ein bisschen von dieser ausschließlich politischen Betrachtung des Systems. Gesellschaft und Verteidigung bis Ende der 20er Jahre noch über eine gewisse Autonomie verfügende gesellschaftliche Organisationen wurden entweder aufgelöst oder zu einem Anhängsel des Staates umgestaltet. Auf der Ebene des Politischen führten die erheblichen Anstrengungen zur Beseitigung der Unterindustrialisierung zu einer zwischen Mitte und Ende der 30er Jahre signifikanten Schwächung des Patron-Klientelsystems. Also ich möchte das jetzt hier einfach nochmal wiederholen, um das nochmal deutlicher zu machen. Der 20er Jahre. Auch das Justizwesen richtete man mit Ende des großen Terrors in Rolle und Funktion endgültig auf staatliche Bedürfnisse hin aus. Die Armee wiederum diente zur Verteidigung des sozialistischen Staates vor der kapitalistischen Einkreisung. Flankiert wurde die gesamte Entwicklung von einer ebenfalls auf staatliche Institutionen übertragenen vereinheitlichen Ideologisierung, deren Sinnbild die kurze Geschichte der WKPB ist. Sie kennen dieses unsägliche Werk, aber man sollte es, das hat der David Brandenburger gezeigt, lesen. Und man kann da, obwohl das ein wirklich dummes Ding ist, habe ich immer gedacht, kann man genau den Geist der Zeit daran festmachen. Jetzt kommt die Überschrift stalinistische Modernisierung. Das ist ein bisschen schwieriges Kapitel, weil sehr umstritten. Also da wollte ich Sie auch ein bisschen um Hilfe bitten. Kann man sowas machen? Kann man so stalinistische Modernisierung, was ja schon der Begriff stalinistisch, Modernisierung, ist das nicht ein Widerspruch in sich oder... Als Gedankenspiel soll zum Abschluss dieser Prozess mit einem ambivalenten Begriffspaar bezeichnet werden, und zwar mit stalinistischer Modernisierung. Die Absicht ist, damit einerseits der Staatsbildung die Aura einer rationalisierenden Fortschritts und einer Apologetik des Stalinismus zu nehmen. Andererseits kann im Sinne instrumenteller Vernunft, also mit Adorno argumentiert, erklärt werden, wieso die Regenerationsfähigkeit des Regimes hoch war und es für die Verhältnisse des 20. Jahrhunderts lange überlebt hat. Das müssen wir als Historiker erklären. Warum hat das 70 Jahre durchgehalten? Warum ist das nicht wie das Nazi-Regime gegen die Wand gerannt?
also in den Untergrund, in den Abgrund, relativ schnell. Das sowjetische Führerregime unterzog sich mit seiner Hinwendung zum Staat, also ich streite nicht ab, dass Stalin da an der Spitze gestanden hat und dass das ein Führerregime, ein hierarchisch aufgebildeter Apparat, also Regime war, System war, unterzog sich mit seiner Hinwendung zum Staat einer spezifisch stalinistischen Modernisierung. Stalinistische Modernisierung heißt, dass das Führergefolgschaftsprinzip, dessen Sinnbild bis zum Ende des großen Terrors der Kampf gegen den Trotzkismus ist, durch eine Fixierung auf den mit dem Staat, mit der Partei verflochtenen, vollständig funktionalisierten und zentralisierten Staat umorientiert und verstetigt wurde. Mit der Entwicklung hin zur Verstaatlichung wurde der zunehmenden ökonomischen und sozialen Komplexität begegnet, die einen wachsenden Regelungsbedarf erforderte. Die Einhaltung und Durchsetzung von Regeln hatte vornehmlich hierarchische Ausprägung. Das muss man eindeutig sagen. Verlässlichkeit wurde von den jeweils höheren Machtinstanzen eingefordert, transportiert über Regeln und Institutionen. Für die Nomenklatura und Institutionen erhöhte sich so die Berechenbarkeit des Systems. Der bedeutende Unterschied zum Anfang der 30er Jahre war außerdem, dass die Ausübung von Gewalt nicht mehr an Parteimitgliedschaft gebunden war. Es wurde nun klargemacht, dass sich an Recht und Gesetz zu halten ist und dass bei Nichtbeachtung Sanktionen drohen. Der Preis für die Führung war, dass die Einhegung von Gewalt zunahm. Sie merken, heißes Territorium. Will ich da diesen Stalin irgendwie entschuldigen, dass der doch irgendwas Gutes gemacht hat. Aber passen Sie auf. Der Preis für die Führung war, dass die Einhegung von Gewalt zunahm, aber je näher dem Gipfel, umso mehr verlor dies an Bedeutung. Stalinistisch geprägte Modernisierung heißt aber auch, dass kein Umbau zu einem modernen, ich zitiere jetzt Weber, modernen, nach Kompetenzen gegliederten Staatsanstalt stattfand. Ein Staat, der aus sich selbst heraus seine Institutionen aus rechtförmigen Verfahren und so weiter seine Legitimität erhält, war nicht erwünscht. Es blieb dabei, dass der Staat die entscheidende Legitimität letztendlich durch das von der bolschewistischen Partei definierte Interesse empfängt. Das Recht war Markt der Politik. Subjektives Recht nicht existent. Der stalinistische Staat war geballter Machtstaat, der Zentralisierung gegen alle föderalistischen Formen in erster Linie für die Regulierung der Wirtschaft durchsetzte. Er war im Verhältnis zu den ihm gestellten Aufgaben aber altmodisch, schwerfällig und monströs. Ohne wirkliche Macht. Unterstützt würde die Stärke des Herrschers und die Ausweitung des bürokratischen Apparats. Was die Rolle der Partei betrifft, so wurde mit der Kampagne gegen die Tschechisten ihre Macht wiederhergestellt. Also diese Kampagne der Wiederherstellung der sozialistischen Gesetzlichkeit, aber für Geheimdienst und Milizarbeiter deutlich herausgestrichen im Korsett eines zentralisierten Führungsstaates. Ich habe jetzt für das Buch ein schönes Bild vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das so geht. Also es ist eine Arbeiterfrau, hält eine Fahne hoch, ein Kopftuch, das typisch hin, zusammengebunden. Und dem habe ich dieser Frau, also hält die Fahne hoch, dieser wirklich sozialistischen Arbeiterfrau-Figur, habe ich aus dem Internet ein Korsett aus dem 19. Jahrhundert angezogen. Also so darüber, um zu symbolisieren, ich weiß nicht, ob das geht, ich werde das mal so hinten drauf machen, aber vorne nicht aufs Cover, das traue ich mich nicht, aber um zu zeigen, da wird mit alten Mitteln des Staates, von Staatsstrukturen, diese Arbeiterfrau als Symbol für den wirklich den sozialistischen Staat, der auch der, wie ich finde, revolutionäre Ideen zunächst produziert hat, dann eingeengt oder diszipliniert. Es ist davon auszugehen, dass mit den Täterprozessen der Sowjetunion grundsätzlich das Motiv des Machterhalts und der Umstrukturierung der Macht
und nicht wie im Nachkriegsdeutschland der ideologiekritische und aufklärerische Aspekt bei der Bestrafung der Täter im Vordergrund stand. Nicht zuletzt wurde durch die Vorbereitung auf einen bevorstehenden Krieg verstärkt. Außerdem gelang es auch noch, die auf Selbstvernichtung hinauslaufende Spirale des Terrors anzuhalten, also die kumulative Radikalisierung zu stoppen. Der Staat, der stalinistische, ist nicht in den Abgrund gelaufen wie der Hitlerstaat, sondern ist dann hinterher zerfallen. Vielen Dank. Ich mache gleich noch etwas heller. Vielleicht. Mehr Licht zu machen. Ist das auch schon? Oder so? Ja? Achso. Damit wir uns alle sehen. Herzlichen Dank erstmal, Marc Junge, für diesen Vortrag. Ich habe ganz viele Fragen, Ideen natürlich und Diskussionspunkte. Ich sehe andere auch schon. Ich würde ganz gern einsteigen, vielleicht auch mit dem Link auf die eine wichtige Sache, die du angesprochen hast, eben die Staatsbildungsprozesse oder diese Stärkung des Staates in den 30er Jahren. Es gibt ja die neue Stalinsche Verfassung 1936, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier wäre der Schlüsselbegriff, der bei Lenin vorkommt, die Klasse, die in den ersten 15 Jahren der Sowjetunion so zentral war. Der Begriff der Klasse und auch die Bevorzugung der Arbeiterklasse, der verschwindet ja da. Und siehst du das eigentlich dann schon als einen Beginn dieses Prozesses, oder wie ist das in diesem Prozess, den du beschrieben hast, zu verorten? Das wäre so das Erste. Und das Zweite, ganz spezifische, der Begriff der sozialistischen Gesetzlichkeit. Wann taucht der eigentlich zum ersten Mal auf? Das ist ja auch ein sehr stalinistischer Begriff. Ja? Vielleicht damit. Sammeln oder soll ich das selber machen? Also tatsächlich verschwindet der Begriff der Klasse, das ist ja interessant, ne, dass da bestimmte einfach Begriffe auch zeigen, wohin geht das Regime. Das geht aber schon 1930, also so los, erstmal diesen Spruch hier, den ich hier von Stalin aufgeführt habe, höchste Entwicklung der Staatsmacht zur Vorbereitung der Bedingungen für das Absterben der Staatsmacht, war erstmal gegen Bukharin gerichtet, 1930. Das war noch im Rahmen dieser politischen Auseinandersetzung, aber er wird dann, dieses Dogma wird immer, dieser Satz wird immer mehr zum Dogma. Völlig, dann löst sich von der Bekämpfung mit der Opposition, sondern wird zum Staatsdogma erhoben. Also insofern, man kann auch so an der Bildungspolitik sehen, das wird, meine These ist, also das darf man vielleicht nicht laut sagen, aber es findet eine gewisse Entideologisierung statt, oder Entpolitisierung vielleicht besser gesagt, die wirklich erstaunlich ist, die man zum Beispiel auch an der Bildungspolitik sehen kann. Also es wären ganz klassische Fragen von Bildungspolitik im Rahmen einer Staatsbildung diskutiert, die auch, was weiß ich, im Kaiserreich gewesen sein könnten oder in Deutschland, in der Weimarer Republik. Also es ist ganz spannend. Wann, was war deine Bezug? Ah ja, dieser Begriff sozialistische Gesetzlichkeit, der tritt ganz massiv erst 1938 auf als Kampfbegriff. Also er wird manchmal erwähnt, aber weil es werden natürlich vorher auch Tschekisten verurteilt. Aber das spielt auch wegen Verletzung der Dienstvorschriften und so weiter. Aber das bildet immer ein Teil der Verurteilung. Die wichtigste Verurteilung ist wegen Trotzkismus und so weiter. Und wenn, dann sind es nur die absolut unteren Kader, denen man also wirklich überhaupt keinen Trotzkismus anhängen konnte, weil die einfach, naja, die waren da intellektuell gar nicht zu in der Lage. Und da hätte man sich absolut blamiert, denen das anzuhängen. Oder die auch wirklich völlig korrupt waren. Aber ganz unteren Ebene, auf Rayon-Ebene, da kommt das vor, dass die nur wegen Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit verurteilt werden, aber ganz selten.
war diese sozialistische Gesetzlichkeit war irgendwie festgeschrieben, nicht so verfassungsähnlich, oder wie konnte man das definieren? Konnte man nach diesen Grundsätzen irgendwelche Aborteilungen vornehmen, oder war das jeweils immer Messen des örtlichen Tribunals? Ja, also ich meine, Sie müssen sich mal die armen Tschekisten vorstellen. Sie hatten doch einen guten Job gemacht vorher. Und man hatte ihnen eigentlich immer signalisiert, das Gesetzbuch, was sie ja auch kannten, was sie auch in ihren Schulen, das gab ja 1926, dann auch neu aufgelegt, dann 1938 gab es ja den Gesetzeskodex auch für die Republiken und so weiter, war ja alles festgeschrieben. Und die Richter verurteilen jetzt nach dem Gesetzeskodex diese Tschekisten und können das auch ein sehr guter und bequemer Weg gewesen. Die konnten denen das nachweisen, die Fälschung der Akten. Sie konnten ihnen wunderbar nachweisen, dass sie gefoltert haben. Es gab dann Zeugenaussagen dazu. Und dann konnten sie auch ganz normal auf der Basis des jetzt des ukrainischen Kodexes, Deutsch heißt das ja anders, fällt mir jetzt nicht ein, aber auf jeden Fall der Gesetzeskodex verurteilen und damit dann auch mehrere Jahre, auch die Höhe der Strafe stand da drin. Ich habe das zitiert jetzt dann ganz genau. Also es war, für die Richter war das, dieses Verurteilung wegen sozialistische Gesetzlichkeit, eine, sie konnten endlich das, ihren Job machen. Meine Frage, die gleich hier anschließt, ist aber auch, wie du eigentlich dann die Rolle der Justiz in diesem Prozess beurteilen würdest, in diesem Umschwung, weil die Justiz selber, gerade auch die höchsten Richter und Staatsanwälte, ja durchaus auch sehr gelitten hatten und sich die Reihen sehr dezimiert haben in den Jahren zuvor. Also wie findet dieser Umschwung statt im Justizapparat? Das ist ja auch dort voran der Paradigmenwechsel eigentlich. Wie wird der dorthin transferiert? Wie wissen wir da schon etwas darüber? Ja, dieses System hatte natürlich ein Problem, auch das Justizsystem. Die hatten ja zum Teil auch ganz gut mitgemacht beim großen Terror. Sie saßen ja mit in den Troiki drin, also in diesen Verurteilungsgremien saß der, also Troika kommt von drei, da saß der Staatsanwalt drin des Gebietes, der Geheimdienstchef und der Parteichef. Also die haben das dann verurteilt, massenweise. Die saßen damit drin und sie hatten auch viel Dreck am Stecken. Sie hatten auch, da hast du recht, auch gelitten darunter. Und sie sind auch selber verurteilt worden. Ne? Auch. Und ich finde, sie haben ganz gute, also sie haben das wirklich versucht zu untersuchen, das Ganze. Also mit Beweismitteln ist es ein bisschen schlecht. Also es ist das System, baut sehr stark auf Zeugenaussagen auf. Und Beweismittel gab es weniger, aber es gab es. Und sie haben mit Beweismitteln gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das die Antwort auf deine Frage war, aber es ist also diese Ambivalenz. Sie machen jetzt wirklich, sie machen da ihren Job gut, aber dennoch immer noch im Rahmen eines Systems, was jetzt nicht auf Rechtsstaatlichkeit tatsächlich aufgebaut ist. Aber man versucht da Rechtsstaatlichkeit zu spielen, würde ich mal sagen. Also, oder sich vielleicht wieder darauf einzulassen. Ganz genau. Ja. Genau. Ja, richtig, genau. Also, dass man sich zumindest an Paragraphen hält dann. Vielen Dank. Also ich mag es unheimlich gern, wenn man aus den Quellen heraus argumentiert, was du getan hast. Und ich würde jetzt diese Quellen gern selber lesen. Du zeigst uns ja ganz gut auf, dass dieser Terror immer weiter vorwärts geht und dass dann aber sich die Idee, den Staat zu festigen und auch sozusagen dadurch wieder Ordnung herzustellen oder überhaupt Stabilität herzustellen, sich durchsetzt. Also du zeigst uns ja eigentlich zwei ziemlich starke Entwicklungen auf, die auch gegenläufig sind, ein Stück weit, wo es auch Kontroversen gab. Und mich würde jetzt interessieren, wer sind denn die Akteure oder die Ideengeber für diese Staatsidee?
Also wann trennt sich der Weg sozusagen zwischen Staat und NKWD? Der trennt sich ja irgendwann, weil der NKWD wird ja als sehr stark von dir dargestellt, als die hauptsächlichen Akteure, die dann auch im Terror aktiv sind. Rein schematisch, wahrscheinlich war es in der Praxis ein bisschen verflochtener. Und du argumentierst dann ja, und der Staat setzt sich dann aber letztendlich durch. Das heißt, es muss ja Personen gegeben haben, die diese Ideen verfolgt haben oder die auch ganz klar gesagt haben, hier ist die Grenze erreicht und wir müssen jetzt radikale Umkehr machen, wir müssen Politikwechsel machen, also wir müssen hier was massiv verändern. Wer ist das? Woher kommen diese Leute? Ja? Also du zeigst ja ganz schön, es gibt diese Tschekisten, die auch gerne mitmachen, die auch enthusiastisch mitmachen, die sich als gute Staatsbürger verstehen, als gute Stalinisten. Aber es muss ja auch andere gegeben haben. Das ist ja immer wieder dieses Faszinierende, dass eigentlich aus einem totalitären System heraus immer wieder die eigenen Reformansätze kommen, ja. Was wir in der NSDAP oder im Faschismus auch so, eigentlich dafür war zu kurz, auch nicht wirklich haben. Aber wer ist das? Wer setzt sich durch? Und Stalin hat ja eine hochambivalente Rolle, so wie du das zeigst. Also wir reden ja hier nicht über den guten Stalin. Mhm. Hat er auch ein Interesse dran oder ist er einfach der Marionettenspieler, der diese Antagonismen so ausspielt, dass er immer irgendwie gut wegkommt? Also ich finde die Frage, wie verlagern sich die Machtverhältnisse? Wie muss man das verstehen und wieso kann es dazu kommen? Da würde ich gerne nochmal genauer einhaken. Also ich bin eigentlich nicht damit einverstanden, dass du sagst, dass da jetzt so ein Umschwung oder sowas passiert oder eine andere Richtung oder jetzt man wendet sich jetzt wieder hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit, sondern das ist ein Prozess von 1930, der bestimmte, also eine Politisierung der Feinde allmählich über Bord wirft und staatliche Strukturen stärkt. Also da kommt die Staatsnahme, also Wyszynski zum Beispiel arbeitet da stark mit, aber auch die Partei macht da auch mit. Also man versucht zum Beispiel die gesellschaftlichen Organisationen zu okkupieren. Man will nicht mehr, dass da irgendwelche Leute selbstständig arbeiten. Da macht die Wissenschaft mit. Also es ist ein langsamer Prozess, der sich eigentlich akkumuliert in dieser, und da ist keine Wende, sondern es ist ein Höhepunkt oder ein Akkumulationspunkt. Auch die Tschekisten waren niemals irgendwie, dass sie aus dem Ruder geraten sind. Das wäre ein Mythos, sondern die haben schon die Zeichen verstanden und die Partei oder auch die Staatsspitze, die Partei und Staatsspitze hat das auch gerne gesehen, dass da aufgeräumt wurde. Aber sie sagten dann, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir einen anderen Kurs. Also es ist so, dass sich da jetzt irgendwie zum Beispiel, man könnte ja so argumentieren, ja, man hat gesehen, dass da nichts mehr funktionierte, dass man zu viele umgebracht hat, dass die Wirtschaft nicht mehr ging und so weiter. Nee, das Denken gibt es da nicht. Sondern man versucht da doch eine gewisse Linie von 1930 durchzuziehen, die immer mehr darauf hinausläuft, auf Verstaatlichung, auf dass die Kader, die jetzt noch 1930 am Anfang der Kollektivierung da marodiert haben und die man nicht mehr in der Hand hatte, das darf nicht mehr passieren, sondern da will man das weiter disziplinieren und unter den Staat unterordnen. Und dafür mussten Strukturen gefunden werden. Ja, ich wollte auch gerade. Also dann würde ich jetzt darauf aufbauend eine Hypothese formulieren wollen. Oder ja, wäre ohne den großen Terror diese Konsolidierung des Staates, dieses kontinuierliche des Staates langsamer vorwärts geschritten? Ja, also meine... Es geht ja immer wieder doch, also diese Logik des Terrors stellt sich ja. Wieso endet der dann plötzlich, ja?
oder relativ plötzlich. Ja, was meinst du mit diesem, dass das langsamer fortgeschritten werden ohne diesen Terror? Ich finde, der große Terror war auch Teil dieser Verstaatlichung. Es ist ja zum Beispiel auffällig, dass bei den Massenoperationen weniger politische Paragraphen genutzt wurden. Dass also das, diese wirklichen, also es sind ja 1,8 Millionen Leute verurteilt worden, fast ohne politische Paragraphen. Also diese Pale, die da aus der Partei, das was wir kennen, da diese Schauprozesse. Das war relevant, aber es war, die andere Seite hatten wir ja vergessen seit, oder wussten wir nichts von. Und da passiert auch sowas schon, wo sich das langsam davon wegbewegt. Also du merkst, es ist dann noch keine endgültige Antwort gefunden, sondern man muss da nochmal genau hingucken, jetzt aus der Perspektive von 1939, dass man sagt, ja, vielleicht haben wir da was übersehen, dass da doch Prozesse abgelaufen sind, die auch relevant waren in Parallelen. Also. Auf der anderen Seite will ich da anschließen, das ganze Konzept der Patronage, finde ich, kann ja da auch ein wichtiger Schlüssel sein, wenn du siehst, in dieser Perspektive, wenn letztlich keine Konkurrenz mehr da ist, wenn es nur noch um den Staat geht und der Staat ist Stalin, dann ist es auch der einzige Patron. Dann ist entweder alles politisch oder nichts mehr ist politisch. Insofern ist das ja auch in gewisser Weise durchaus eine konsequente Fortsetzung der Terror, also des Terrors, der angefangen hat mit Schauprozessen gegen gerade lokale Fürsten, die Inbegriffe der Patrone der Regionalfürsten waren. Damit hat es ja eigentlich so zumindest in der Öffentlichkeit auch begonnen. Und irgendwo ist dann die Logik auch hinfällig. Wenn es nur noch einen gibt, dann muss man, also wenn es nur noch einen Patron gibt und dieser Patron ist der Staat. Aber ich finde diese Frage nach wie vor, die du eigentlich aufgeworfen hast, sehr spannend. Ist es eine Entpolitisierung oder ist am Schluss alles politisch? Tut es nur so, als wäre es eine Entpolitisierung? Oder Entideologisierung. Also Entideologisierung, ja, in dem Sinn, ich meine, das wäre auch die Frage, das reflektiert sich auch in der Gesellschaft in den 30er Jahren sehr stark auf verschiedenen Gebieten. Ich weiß nicht, auch so vielleicht ein Wort auch an die Studenten. Also weil Sie müssen sich so vorstellen, ich habe als Student dicke Bücher über das Patronatssystem gelesen in der Sowjetunion, auch über die Nomenklatura, welche Bedeutung die hat. Und eigentlich war mir das sowas von klar, dass das ein Patronagesystem war, mit kleinen Patronen dann immer höher und dass das deshalb nur funktionieren konnte, weil ja bestimmte staatliche Strukturen gar nicht da waren oder dass man die eher unterbelichtet hat. Und dann finde ich jetzt in den Archiven plötzlich Sachen, die sagen, ja, das Patronatssystem, das existiert weiter, das, anders funktioniert dieser Staat auch nicht, aber es wird untergeordnet, es wird diszipliniert, es wird unter den Staat, unter die Staatsstrukturen, dann wird das genutzt, dass da kein Spielraum mehr besteht, oder weniger Spielraum. Also die Sowjetunion war ein Patronagesystem, eindeutig, aber da setzt sich was drüber, was stärker und dominanter wird. Und ich meine, Putin, das ist ja, um mal eine aktuelle Sache, das ist ja übergeblieben, dieser Staat, diese Staatsfixierung, diese Macht des Staates zu nutzen und da den immer weiter in den Vordergrund zu heben. Dieser Geist, den halte ich für heute auch sehr stalinistisch, also dass das da weiter wirkt. Ja, da glaube ich, ist ein nicht unbedingt optimistisches, aber gutes Schlusswort auch, wenn keine weiteren Fragen sind. Danke ich Ihnen allen fürs Kommen. Ich habe noch eine wichtige Mitteilung. Nächste Woche beginnen ja die Revolutionstage, die das Historische Institut hier mit der Dozentur für osteuropäische Geschichte und unserer Bibliothek zusammen organisiert.
Am Dienstag wäre ein Vortrag von Irina Scherbakowa geplant gewesen. Mittwoch, genau. Mittwoch, der fällt leider aus. Es tut uns leid. Höhere Gewalt. Frau Scherbakowa ist verhindert. Wir hoffen, zu einem anderen Zeitpunkt Sie hier einladen zu können. Den Rest des Programms finden Sie auf der Webseite und es ist auch noch ein Newsletter unterwegs. Ja, dann nochmal herzlichen Dank an unseren Referenten. Herzlichen Dank an Sie und in 2 Wochen geht's hier weiter. Mhm.